Locker lassen, locker. Wann einer hat keine Kinder, kann keine Kinder machen, soll Hajjah machen, kommt Kinder, inshallah. Egal was von Krankheit, die Hajjah, die bringt alles weg, diese Krankheit. Ja! Inshallah, jetzt bist du schneller bei Kämpfen. Du bist Maschine. Maschine. Ich bin Maschinenkämpfer. Was hast du gerade gemacht? Ist das eine Dehnung oder? Darf man nicht sagen. Ach, ist ein Geheimnis. Geheimnis. Ist alles Erfahrung, alles. Ja, ist nicht einfach. Nase, Reparatur ist keine Bremsenscheibe. Ja, Profi arbeitet mit Profi. Ja. Ich sehe ihn alle, egal wer kommt, ich sehe ihn komplett. Wenn nicht, musst du Bescheid sagen. Heute, Bruder, Gesundheit ist wichtig. Ich mache mich fit bei FitX. Heute, Bruder, ich mach mit nur mit einem Auge. Nur mit meinem Auge, Bruder. Heute, amigo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Leute, Freunde, Abu Sultan. Immer Neues, immer Überraschung, immer was Schönes, immer was Gutes. Du hast ein Lächeln, Abu Sultan, was ist los? Weil heute haben wir Überraschung für euch, Leute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, haben wir heute einen guten Kämpfer. Beste Kämpfer, ja, yani. Davon hatten wir viele gehabt, Abu Sultan. Was nein, ist das nein, 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 nein. Das ist Ramadane, Bre. Ramadane, beste, was gibt's? Weltmeister Ramadane. Aber der hat, Mashallah, hat zwei Gürtel. Aber unter der Rabat Abu Sultan, yani. Und unter der Rabat Abu Sultan geht nicht. Aber der gute Mann, beste Mann, der kommt gleich sofort. Kann ich zeigen jetzt sofort, der Kameramann auch da. Der kommt und dann sofort sehen diesen Mann. Und unter der Rabat Abu Sultan, ich helfe ihm, weil der hat Weltmeister, stimmt. Vom WBC, glaube ich. Ne? Vom WBC, in welchem Land? Der will auch kämpfen? Kanada. Kanada. Der will Kanada, aber der will unbedingt Abu Sultan treffen. Das ist krass. Weil inshallah, ich helfe ihm, weil der hat ein bisschen Probleme da und da. Ich helfe ihm sehr gut und der kämpft mit Darbat Abu Sultan. Wenn er gewonnen, inshallah, mit meinem Darbat gewonnen, inshallah, mit Allah Name, inshallah. Du hast uns jetzt richtig neugierig gemacht, wo ist der? Ramadan, Ibre! Ramadan, bitte komm rein, komm, bester Mann. Assalamu alaikum. Grüß dich. Grüß dich, Ramadani. Wie geht's dir? Beste Kämpfer. Mashallah, mashallah. Guck mal, komm bei Abu Sultan. So interessant, Abu Sultan. So gute Mensch, Abu Sultan. Interessant, mashallah. Das kann alles. Mal hassen, ne? Der muss kämpfen mit meinem Darbat. Der muss kämpfen. Ramadani, guter Kämpfer, guter Mann, bester Mann. Und der ist stabil. Der isst viel Paprika auch, Entschuldigung, yani. Der kommt nur von Paprika stark ins Skydier. Und mit Darbat Abu Sultan. Was hat dich zu Abu Sultan gebracht, Ramadan? Ja, ich bin empfohlen worden von meinem Freund. Mhm. Ein sehr guter Freund von mir. Und habe dann die Videos angeschaut. Also, wie er das macht. Mashallah. Wirklich, Mashallah. Du musst bei dem Camp musst du meinen Namen sagen, da in Kanada. Extra begrüßen, Abu Sultan! Bam! Wir hatten schon mal ein paar Boxer gehabt, aber mit solchen Titeln haben wir noch niemanden gehabt. Ja, Kosovare, bre. Kosovare. Aber unter der Rabat Abu Sultan, yani, subhanallah. Der will unbedingt Abu Sultan machen. Therapie haben wir extra nach Schweiz. Extra hat mich bestellt für Ramadan. Wegen ihm helfen und dann inshallah gewonnen. Inshallah. Mit Allah Name und dann mein Name. Aber bitte musst du einmal meinen Namen sagen auf dem Ring da. Sag Esther für Abu Sultan. Abu Sultan. Und sage Takbir, Allahu Akbar. Ja, wird es jetzt einen Kampf zwischen euch geben oder sollen wir jetzt therapieren? Wir wollen jetzt Therapie machen mit Kämpfen. Heide. Assalamu alaikum. Wieder Abu Sultan. Ich habe große Überraschung, haben wir gerade gesagt. Und wir machen eine Kontrolle.
analysieren und gucken, was Neues kommt bei Ihnen. Bitte einmal sitzen. Und ich möchte auch deine T-Shirt auch einmal rausziehen. Ah. Weil ich muss deine Körper richtig gucken, gucken, wo ist die Probleme. Erklären auch, was hast du ganz genau. Ja, aber sogar bei Extremsportlern sieht man das natürlich ein bisschen besser wegen den Muskeln, oder? Ja, kann man alles sehen. Jede Punkte kann man sehen. Sitzen. Gerade sitzen. Erstmal die Schulter, gucken, wie aussieht, gerade, nicht gerade. Hast du das ein bisschen tiefer oder merkst du nicht? Nein, ich merke nicht. Merkst du nicht, aber minimal, aber geht. Hast du hier Probleme? Ja. Ja. Da? Ja, hier ist dann, ja, hier spüre ich mehr. Ja, Wallah, meine Freund, ist das deine Nerven, Sehne, alles trocken schon? Ja, dann musst du viel Paprika essen. Ramadan, für welche Probleme bist du eigentlich gekommen? Was ist das Hauptproblem? Warum du hier bist? Ja, also ich spüre am Nacken schon. Das kann man sofort sehen, Bruder. Schon, ne? Ja. Wo kann man das sehen? Hier, guck mal, das ist auch unter meinen Händen, ist das trocken, trocken. Hier, klappert, wie eine Treppe. Da, Stück. Ja. Ist nicht alles komplett zusammen. Mhm. So auch Schmerzen. Ja. Auch das habe ich gemerkt, wenn ich da so hier schaffe, ja. So berühren oder die Finger. Andere Hand, mit anderer Hand machen? Geht nicht. Wir versuchen jetzt gleich, ja. Nach meiner Arbeit, wir versuchen auch diese Tricke gleich zu machen. Okay. Okay? Lass mich einmal gucken. Also erst man kann mal vorher, nachher gucken. Ja. Musst du erstmal sagen, ja Shafi, ja Allah? Ja. Ja Shafi? Ja Shafi? Ja Allah? Ja Allah. Heide. Bismillah. Auch ein Weltmeister muss das sagen. Inshallah. Ja, natürlich. Weltmeister muss auch sagen, ja, Shafi, ja Allah. Weil Shifa, Gesundheit nur von Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kein Problem. Mach mal deine Hände so. Noch. Finger zusammen rein. Ich mach dich ein bisschen runter auf meine Knie. Mhm. Locker lassen. Gut. Runter. Das sehe ich zum ersten Mal. Was hast du gerade gemacht? Hier zwischen da, Wirbel, Brustwirbelsäule mit Schulterblatt geknackt. Das ist auch neu. Abu Sultan immer neu, jedes Mal. Nochmal. Gut. Bismillah. Bismillah. Ist auch neu. Ja, krass. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also denkst du, nach der Therapie könnte er den Gegner sofort erste Runde K.O. schlagen? Inshallah. Ich helfe ihm sehr gut. Sowieso Albaner, mashallah, hart. Mashallah. Wie unsere Mardin Arab. Ist auch stark. Mashallah. Aber normalerweise musst du immer deinen Hals schön zurück. Nicht immer nach vorne. Mhm, mh. Wir machen ein bisschen locker und weicher. Viel locker, viel gesund, tamam? Ja. So. Ramadane. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Drehen. Bismillah. So. Ramadan. Ja. Mach mal diese gleiche Tricke mit deinen Händen. Guck mal jetzt, vorher hast du nicht so, kannst du nicht machen. Nein, vorher war schon nicht. Gut, vorher hat fehlt noch was. Jetzt hat er kann jetzt machen. Andere Seite. Hier. Auch besser andere Seite, ne? Es gibt eine Verbesserung. Oh, der war vorher so und so. Mashallah. Haben wir nur einen Trick bis jetzt gemacht. Jetzt wir versuchen gleich noch mehr besser machen. Ja. Inshallah geht besser. Ramadan, wie trainierst du denn am Tag? Wie ist dein Training so aufgebaut ungefähr? Ja, ich trainiere 2 bis 3 Mal am Tag. Mhm. Und jeden Tag, also die ganze Woche durch. Aber Ramadan fehlt was bei dir? Du musst so viel Kalapacha essen. Kalapa? Kennst du diese? Nein. Kuhfüße mit Fasolie. Kuhfüße. Kuhfüße, ja? Ja, musst du das essen. Gelatine, Nerven. Schon, ne? Oh, ja. Dann bist du Doppelkraft. Habe ich gestern gegessen.
Hättest du für Ramadan Kuhfüße mitgebracht? Wallah, beste Essen, ja. Nicht vergessen, ne? Und ziehen. Und ziehen, ne? Locker, locker lassen. Finger zusammen rein. Ja. Aufmachen. So und so. Gut. Runter. Aber Sultan, kann man vielleicht jetzt das Problem, was er vorher hatte, kann man jetzt sehen, ob es weg ist? Kann man sofort sehen. Okay. Yes. Erklär mal was von deinen Schmerzen. Jetzt haben wir vorher auch, du hast gesagt, Schmerzen ohne Ende. Ja, ja. Musst du jetzt alles selber erklären? Ja. Also, wenn du jetzt wieder berührst, parieren schon ist gut. Spüre ich den Druck nicht mehr so gleich wie am Anfang, also wirklich gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt die Hände hier kann ich sie besser zusammentun. Mashallah. Vorher, die kann nichts zusammen vorher. Ja. Und jetzt, wenn der Gegner kommt jetzt und boxen, du schaffst du ihn alles kaputt. Jetzt hast du hier alles freier. Ja, ja. Du musst noch mehr schneller. Wo ist das Problem mit dem Nacken? Wo hat sie ein Problem? Hier. Nerven und Sehne. Nerven und Sehne. Automatik, das ist ja eine modern schon. Spürst du das, ne? Nein, ist schon frei. Ist frei. Ist schon frei, ja. Ist frei. Druck, alles weg. Die geht nur bei Halswirbelsäule knacken. Und sogar bei Ramadan haben wir zweimal geknackt. Einmal links, einmal rechts. Und einmal nach unten, auch links, auch rechts. Noch mehr. Ja. Wegen Kämpfen, weil wir extra von meinem Namen sagen auf dem Ring da. Schon krass. Also, der Unterschied. Du musst du da kommen. Wahnsinn, also. Bitte, Zauber, oder? Freier? Viel freier. Maschallah, maschallah. Also das ist, der Druck da, ist... Das ja. Ist Darbat Abu Sultan. Bitte, ich sauer Schiehau, oder? Ja. Willst du auch also, 20 Zoll? Oder? Willst du auch 20 Zoll Reifen auch mitnehmen? 20 Zoll, ne? Zum Trainieren, oder? Musst du auf dem Bauch schlafen? Kopf da. Ja. Kopf da. Ja, okay. Abu Sultan, du kannst ja auch ruhig sagen, wo wir gerade sind. Wir sind in der Schweiz. Ramadan hat extra uns angerufen mit Momo, beste Kämpferei hier in Dittikon. Und dann, wir helfen Ramadan wegen Kämpfen in Kanada. Inshallah, gewonnen. Und die alle Kosovare muss wissen, dass Abu Sultan, lieben Kosovare, extra für diese Kosovare gekommen wegen Kämpfen. Wegen eure Namen hochmachen. Wegen eure Namen Daumen geben. Unter Darbat Abu Sultan. Also ich würde sagen, unsere Fans können auch direkt zu Ramadan gehen und ihn auch noch unterstützen, oder nicht? Soll immer bei Ramadan gehen in Kanada, Boxer. Welches Datum? 6. Juni. 6. Juni, ja. 6. Juni. Ist live, ne? Live-Übertragung. 6. Ja. Juni, live. Und dann hörst du meinen Namen auch da. Wo wird das? Das wird ausgestrahlt bei ESPN. Amerika, also USA. Soll alle Albaner Daumen geben für Ramadan? Wir müssen ja zusammenhalten, ne? Inshallah, inshallah. Heide Ramadan. Komm runter. Einmal so, Bismillah. Einmal so, Bismillah. Einmal Kopf runter. Ramadan musst du Hujamat machen. Kennst du Hujama? Hujama, ja. Ja, musst du machen, Ramadan. Schon, ne? Ja, muss. Was hast du da erkannt, aber so kann? Warum? Weil Hujama macht Kraft wieder zurück. Ja. Die machen Krankheit weg. Bismillah. 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 Oh, Allahu Akbar. Was ist das? Bismillah. Bismillah. Ramadan hat gut geknackt. Mashallah, mashallah. Der Knacken ohne Ende. Bismillah. Maschallah, hart geknackt Ramadan. Ja. Kopf nach anderer Seite Ramadan. Ja. Kopf nach anderer Seite Ramadan. Ah, das ist auch gut. Ja, das war gut, ja. Gut. Abu Sultan, wenn Ramadan jetzt diese Hujamat machen will, wann soll er das am besten machen? Hujamat erstmal Sunnat. Hujamat. Wenn jemand keine Hujama machen, die verlieren ihre Gesundheit. Alle Männer,
ab 15 Jahre bis tot soll jedes Jahr einmal Hujama. Wenn du krank bist, musst du ein paar Mal im Jahre. Hujamat ist Sunnat. Mohammed alayhi salatu wassalam hat Hujamat gemacht, war im Himmel bei Isra und Mi'raj. Kommt viele Malaika bei Mohammed alayhi salatu wassalam, sagt: Ja, Rasulullah, sag für deine Leute, soll Hujama machen. Hujama ist yani Pflicht. Das wichtige Hujama zwischen Schulter heißt Kahel. Hier, das ist wichtige Hujama. Gibt es auch komplett Hujama? Auch da, aber muss leichter sein. Hujama gibt es da, da, komplette Hujama heißt so: 2 Gläser. Das ist komplett Hujama. Aber Sultan, ist das vielleicht so wie ein Filter für einen Körper? Gefiltert, Kopa. Die machen die Krankheit alles weg. Ja. Und selber später gucken deine Blut. Boah, das wirklich. Aber hast du schon mal sowas gemacht? Ja, hab ich mal gemacht. Musst du, jedes Minimum einmal im Jahre. Minimum. Wie hast du dich dabei gefühlt, wo du das gemacht hast? Ja. Andere Mensch, ich sag dir, andere Mensch. Ja, also, nach dem Hujama. Ja, man fühlt sich schon. Wirklich? Ja, mega gut, ja. Verstehe. Und Hujama, wenn einer hat große Probleme, Krebsprobleme, soll Hujama machen. Wenn einer hat keine Kinder, kann keine Kinder machen, soll Hujama machen, kommt Kinder, inshallah. Egal was von Krankheit, die Hujama, die bringt alles weg, diese Krankheit. Hujama ist wichtig für alle Menschen, subhanallah. Und ist auch so nett. Heide, schlafen auf dem Bauch, bismillah. Ja Allah. Gut. Seite schlafen jetzt? Seite. Komm, meine Seite. Komm da. Komm am Rand. Nee, schlafen. Schlafen Seite. Komm am Rand. Gut. Drehen deine Körper. Drehen. Oh. Sehr gut. Knacken, schöne Knacken. Hier unten hat es geknackt. Ja. Mit Hefte. Ja, mit Hefte. Hat er selber nicht geglaubt, was ist passiert bei ihm. Krass. Ja. Bismillah. Mit deiner Hand. Ja. Runter. Andere Hand. Gucken deine Gürtel. Ja, mashallah, Wallah, klappt sehr gut. Wallah, der hat große Glück gehabt. Der hat große Glück, weil der muss gewonnen sein. Ja. Auf dem Rücken schlafen, auf dem Rücken. Ja. Gib mal deine Füße. Fuß ist 100% erstmal. Ich muss auch immer Füße testen. Komm nach unten. Hast du auch irgendwo diese Leistenprobleme oder sowas? Nein, das geht. Wenn du was machen, hast du kein Problem. Nein, ne? Kein alles Problem. Okay. Ja. Weil gibt es auch extra Trick. Ja. Hast du hier auch Knieprobleme? Knie, nein, nein. Nichts, ne? Ja. Gut. Bisschen nach unten. Noch. Gut. Bruder, komm draufsetzen. Der muss meinen Bruder draufsetzen. Ja. Jetzt musst du nach Kosovo oder nach Kanada kämpfen. Kämpfen, ja. Augen zu, Mund zu. Geh nach Kanada kämpfen gegen diese, wie heißt das? Gegen diese Dushman. Gegen Mike Tyson. Ja. Heute geh nach Hause. Voll locker, bismillah. Voll locker, Ramadan. Locker. Nein, brauchst du keine Angst, locker. Ja Allah! Ja Mann, krass. Maschallah. Ramadan, bist du noch da, ne? Ja, ich bin hier. Du warst doch nicht bei deiner Opa im Grab, oder was? Wow. Hast du alles gesehen? Krass, ja. Bismillah, locker lassen. Aber diese Blutung heftig. Ja. Jetzt deine Körper arbeitet komplett. Nerven arbeitet, Sehne arbeitet, Muskulatur arbeitet. Bandscheibearbeit, Blut arbeiten, alles arbeiten. Einmal aufstehen und testen. Du musst sagen, wie findest du dich? Einfach sagen, einfach erklären. Ich habe das Gefühl, als wäre ich größer. Maschallah, sag Maschallah. Maschallah, ich habe das Gefühl, als wäre ich wirklich. Länger als sowieso. Länger, größer geworden. Wallah, kann man sagen, länger als das. Wallah, ich schwöre bei Gott, vielleicht ist es ein bisschen länger. Weiß ich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, als wäre ich ein bisschen, ja? Guck in den Spiegel nochmal. Du bei Interview gerade, du bist kurzer, ja? Wahnsinn, ne? Das ist krass. Maschallah.
Was sagst du für der? Aber auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass hättest du mich nach hinten genommen, weißt du, das Weltmensch. Ja, ja, das ist Schulter zurück. Ja. Mach mal diese einmal so. Ja. Kann man Mashallah sagen? Mashallah, Mashallah. Nasebrühe, Nasebrühe. Hast du Probleme mit Nase? Kann ich auch Nase machen? Ja, es ist gebrochen. Also. Nein, hast du Probleme mit Atmen und sowas? Ja, mit Atmen immer. Hast du jetzt Problem? Also es ist immer so. Mach eine Nase zu, eine zu. Ja. Andere Seite. Okay. Komm, sitzen da. Ich mache ein bisschen mit Nase machen. Komm. Eine kurze Frage an den Rabban. Wie ist die Durchblutung? Merkst du deine Nase? Ja, ich merke die Durchblutung am Rücken vor allem. Vor allem das Ziehen am Kopf. Ziehen ist wichtig. Die Durchblutung, richtig, also ja, das spürt man, ja. Du als Profi-Boxer, du erkennst das ja, weil du deinen Körper übertrieben kennst, ne? Ja, genau, richtig, ja. Also ich spüre das richtig, ja. Also ich kann nur sehr empfehlen, so etwas zu machen. Also wirklich. Inshallah, jetzt bist du schneller bei Kämpfen. Du bist Maschine. Maschine. Ich bin Maschinenkämpfer. Sitze einmal. Hier, nimm das in die Hand. Weil manchmal blutet, manchmal. Nur manchmal. Bismillah. Was hast du genau vor? Bekomme ich Tränen? Das ist diese Seite, guck mal. Kannst du Kamera kommen? Guck mal, diese Seite ist schön weicher, aber diese Seite ist fest. Hier bei dem Knuppel muss man wissen, was machen bei dem Knuppel. Einmal zumachen, richtig. Hier eine Seite zu, atmen. Andere Seite zu. Gut, jetzt haben wir Test. Gucken jetzt nach meiner Arbeit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieser Ramadan sowieso hat genug Boxen gekriegt auf der Nase. Und jetzt kommt Abu Sultan Boxen, aber Gesundheit Boxen kommt. Bismillah. Oh. Einmal atmen. Einmal zu versuchen. Noch einmal. Lass dich immer was machen. Ja, die ist total schade. Nein, machen wir inshallah. Bismillah. Du musst selber machen immer diese Knoppel, ne? Deine Knoppel ist viel zu hart. Musst du immer spielen. Links, rechts, nach unten. Links, rechts, nach unten. Und drehen. Die Knoppel muss frei sein. Deine Knoppel ist nicht frei. Okay. Ist viel zu hart. Die muss ganz locker sein. Hier, immer spielen. Mach mal deine Nase sauber machen, erstmal. Ja, warte. Was hast du gerade gemacht? Ist das eine Dehnung oder? Darf man nicht sagen. Ach, ist ein Geheimnis. Geheimnis. Wir können es nicht, nur ein Schweißgeheimnis. Aber Sultan, viele sagen, du hast schöne Zähne. Dankeschön. Was sagst du, ein bisschen? Ja, ich kann noch ein bisschen machen. Oder bist du zufrieden? Nochmal. Der will haben, der will noch mehr atmen. Ja, da kannst du. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Versuchen jetzt ein bisschen? Ja. Ja? Ja, ich bekomme mehr Luft, ja. Krass. Ramadan. Egal was hast du Problem in der Nase, es gehört Knoppel da. Knoppel, ne? Knoppel. Musst du spielen. Guck mal, das Knoppel fest bei dir, ist nicht normal. Ja. Fest. Hast viele Boxen gekriegt. Guck mal, der Knoppel muss da kommt rein, da rein. Guck mal, da ist weicher. Aber guck mal, da ist fest. Ja. Diese Knoppel, guck mal, fest. Ja. Da weicher. Guck mal, Kameramann. Guck mal, diese Knoppel weicher diese Seite, aber andere Seite, guck mal, fest. Fest. Diese Seite ist weich, andere Seite fest. Versuche ich nochmal hier, diese Seite. Nochmal. Ja. Aber schaffst du, ne? Geht. Mach, was du willst, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Ist alles Erfahrung, alles. Ja, ist nicht einfach. Nase, Reparatur ist keine Bremsenscheibe. Ja, Profi arbeitet mit Profi, ne? Ja. Erfahrung, ist wichtig, Erfahrung. Jeder hat ein Zeugnis, aber Erfahrung. Hat nicht jeder. Ja. Meine Arzt in Libanon hat 20 Zertifikate auf dem Tand. Aber keiner. In Libanon, ja.
Bismillah, 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 Bismillah. Ah! Ja, Mann. Ja. Schön. Man fasst hier ist schön, ne? Wie gesagt, hier, dieser muss immer selber frei machen. Spielen. Frei, frei, ja. Frei, 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 frei. Und dann einmal drücken. Jetzt testen. Ja. Ja, mehr Luft. Also ich merke es sofort. Sehr gut. Zufrieden bei Abu Sultan? Ja, sehr empfehlenswert. Nicht vergessen, mein Name auf dem Ring, ja? Ja, ja. Versprochen. Sultan. Versprochen. Versprochen, Leute. Also, schaut alle ein am 6. Juni. ESPN. Kannst du richtig sagen, welche Datum, welche Uhrzeit? Kannst du aufstehen, also, Ramadan? Uhrzeit, ja. Jetzt in Kanada ist ja die Uhrzeit ein bisschen anders. Also, wie viel ist die? 12 Stunden. 5 Stunden. Aber welche Uhrzeit, das weiß ich noch nicht. Also, der Zeitplan bekommen wir. Ramadan hat versprochen, bei Boxen sagt Abu Sultan, bam! Liebe Grüße! Nee, aber ich denke, da werden viele Zuschauer zugucken, weil Unterstützung gehört dazu. Jetzt haben wir jetzt, ihr weiß alle Bescheid, Albaner, Kosovare, Balkane, weiß alles Bescheid, Ramadan in diesem Datum. Ja. Spielen, live, bitte komm rein, Daumen geben, teilen, sharen, beilatschen, schreiben unten unter der Rabatt Abu Sultan. 6. Juni. 6. Juni. Ja. Kann ich kurz auf deine Sprache auch sagen? Weil es gibt Leute, die verschiedene, nicht Deutsch. Von Albanien nach Albanien. Ja. Für Kosovare in Kosovo. Wir sind der Uhr mit Josh Cheshur. Er kommt mit in den Haus schon in Kanada. Natürlich kommen wir nicht Match international. Natürlich ESPN, etc. Live, Dreh per Dreh. Natürlich wollen wir per Ziel mitchen. Faliminier schon. Faliminier Sultan für die Titel. Und der Darbat Abu Sultan. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat, aber ich denke, mehr live geht nicht. Mehr live geht nicht. Oder? Gut, aber trotzdem unter Darbat Abu Sultan. Sag unter Darbat Abu Sultan. Unter? Darbat Abu Sultan. Unter Darbat? Abu Sultan. Abu Sultan. Was? Heißt unter Schläge Abu Sultan. Abu, okay. Und okay. Kann machen Abu Sultan, Khashinia Therapie mit beste Boxer, beste Kämpfer, Kosovo. Kosovo, bre! 6-6, Kosovo, heute! Unter Darbat Abu Sultan, inshallah, gewonnen. Mach Dua für ihn, jeden Tag, inshallah. Wir gewonnen gegen diese anderen Leute, weißt du, diese Salam alaikum. Heide, bre, amigo. Vielen Dank.